herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute schon Sonntag. Und ich bin gerade dabei, die Geburtstagskarte für meinen Mann zu basteln. Zeige ich euch dann auch. Jetzt musste ich kurz unterbrechen, weil ich jetzt noch essen, komm mit Essen kochen dran bin. Immer wer sich halt ein Gericht aussucht, der muss das dann kochen. So ein unausgesprochenes Gesetz. Nee, also klar, wenn einer Bock hat, kann er natürlich auch kochen. Oder wenn es dem anderen mal nicht gut geht. So wie mir am Freitag. Ich hatte ja Donnerstag meine Booster-Impfung bekommen. Und ja, und ich hatte ab der Spritze bis Freitag Nachmittag, da hat er mir der Arm weh. Und so hochheben ging gar nicht, also vielleicht gerade mal so, dass ich irgendwie noch in eine Jacke schlüpfen konnte oder so. Und ja, das war dann schon alles. Und dann nachmittags merkte ich dann auf einmal, wie es mir kalt wurde, aber die Temperatur am Kopf anstieg und ja, und mir auch so die Glieder so schwer wurden und so bäh gefühlen. Im gleichen Moment oder in dem, im Zuge dessen, als ich diese Symptome dann beobachtet habe, ging mein Arm wieder besser. Als hätte es irgendwo noch gehangen und dann auf einmal so plopp wäre das dann durch. Ganz witzig. Naja, ich habe dann die Ibu genommen und bin dann halt schon auf die Couch und hatte vielleicht eine Stunde, zwei Stunden ein bisschen ruhig gemacht und Fernsehen geguckt. Ja, und dann abends ging es Gott sei Dank schon wieder. Und seitdem geht es eigentlich gut. Der Arm wird immer besser. Also gar keine Probleme, außer diesmal am blauen Fleck. Aber gut, das habe ich ja auch selten. Ja, also war der Freitag dann auch gelaufen. Wir haben ja noch zudem noch hier Onstage gehabt, also unsere Veranstaltung. Ist toll, wenn man so ein paar Plätze belegt. Ach, und ich habe auch gesehen, dass eben einige in meinem Team auch Plätze belegt hatten. Zudem habe ich dann erst später erfahren, dass einer aus meinem Team im neuen Artisan-Team von Stampin' Up ist. Verdient. Die macht wirklich schönes Sachen. Das ist Brigitte Keiling. Ich glaube Stempelfantasie. Habt ihr bestimmt vielleicht schon mal gehört? Wenn nicht, dann jetzt. Ja. Ja, Samstag hatte ich frühs noch eine 2-Stunden-Schulung. Dann war immer noch Veranstaltung von Stampin' Up bis um 4 Uhr. Und zwischendurch habe ich noch die Weihnachtskarten gebastelt. Die hier. Für das Sonntagsvideo. Das habt ihr ja schon gesehen. Da habe ich bis abends noch gesessen und eben gebastelt. Ja. Und heute habe ich dann das Video gemacht, geschnitten, bis mittags alles. Und habe dann heute Nachmittag mal die ganzen Kartons ausgepackt und nachgezählt, ob alles vollständig ist von den ganzen Bestellungen her. Perfekt. Ich habe dann noch der letzte Baustein, der mir noch gefehlt hat, ist auch erledigt. Also eigentlich nächste Woche ist nur noch zuschneiden, stanzen, dass wir das dann alles packen können. Das geht so runter. Also bin ich begeistert. Jetzt kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen.
ich weiß, nicht so laut. Ja. Genau, und jetzt sitze ich hier schon etwas länger eben an der Karte für meinen Mann. Ist halt doch ein bisschen aufwendig. Aber es ist mir ja auch wert. Genau. Jetzt habe ich gerade noch zwischendurch Essen gemacht. Jetzt haben wir, heute gibt es nämlich Lasagne, Zucchini-Lasagne mit Tartar. Und die ist jetzt im Ofen endlich. Eigentlich ist es schon wieder viel zu spät. Aber gut, so ist das halt manchmal. Und während die jetzt im Ofen ist, mache ich die eben die Karte hier noch weiter. Dass mindestens mal der größere Berg erledigt ist. Klebe nämlich gerade, so man sehen kann, die ganzen Zahlen da einzeln auf das Hintergrundpapier. Ja. Die Idee ist nicht von mir. Die habe ich jetzt auch bei jemandem gesehen und fand das halt irgendwie ziemlich cool. Für einen Mann. Also das Resultat. Und dann dachte ich so, okay, dann machen wir das doch nach. Ja. So, ich glaube, ich bin erst mal fertig, was den Hintergrund anbelangt. Das heißt, ich werde jetzt mal die überstehenden Zahlen abschneiden. Da wirkt das ja auch mal klein nochmal anders. Toll! So, da kommen jetzt aber noch mehr Zahlen drauf. Soll so ein bisschen Dimension kriegen. Und das heißt, die nächsten Zahlen mache ich jetzt vereinzelt mit Abstand drauf. Da könnte ich eigentlich die... Ich weiß nicht, ob die, euch die schon mal aufgefallen sind. Das sind diese 3D-Schaumstoff-Klebepads. Und damit kann man halt dann die Buchstaben ausstanzen. Oder Zahlen in meinem Fall. Und dann haben die gleich schon Dimensionen. Da muss man jetzt nicht auf diese Mini-Zahlen, auf diese oder Buchstaben eben, muss man da jetzt keine... muss man da jetzt keine 3D-Pads drauf fummeln. Ich glaube, das werde ich dann gleich mal machen. Genau, vorher gucke ich jetzt mal nach dem Essen und dann zeige ich euch mal, wie ich das mache. Das ist jetzt das Schaumstoff, ne? Das Klebeding hier, dem Pad. Da habe ich mir jetzt mal so einen Streifen rausgeschnitten und auf einer Seite den das Schutzpapier ab und dann hier aufkleben. Und dann schneidet man das hier aus. Und damit ist halt jetzt Papier auf dem Klebepad. Und darauf kann man jetzt eben die Zahlen drauf machen. Ja, das wird zwar jetzt vielleicht nicht reichen. Und kann die dann eben da ausstanzen. So. So, jetzt ist das durchgestanzt. So. Jetzt müssen wir die da rausfummeln. Und haben halt jetzt die Zahl schon mit so einem Abstandpad dran. Das ist schon ziemlich cool. Das kann man auch mit den ganzen Buchstaben machen.
Jetzt werden wir erstmal essen. Hallöchen. Ich wollte mich noch mal kurz melden. Wir haben heute Montagabend und ich bin fertig für heute. Die Nacht war sehr kurz, weil mein Mann hat ja heute Geburtstag und wir haben jetzt bis heute Mitternacht gewartet und kurz Ständchen gesungen und dann, ja, bis man dann halt einschläft, ne, dann ist es auch um eins oder so. Und dann mussten wir heute früh wieder raus. Und heute Nacht war der Kater wieder so oft da zum Kuscheln. Ja, dann hatten wir heute einen Tagestermin mal wieder. Aber der war schön. Der hat uns wieder ein Stück vorwärts gebracht. Dann waren wir irgendwann späten Nachmittag zu Hause, pünktlich zum Kaffee. Und sind jetzt heute Abend nochmal essen gegangen. Das war das Lokal, was wir heute gegangen sind. Da hatten wir letztes Jahr einen Tag vor Weihnachten, haben die so Weihnachtsboxen angeboten. Es waren für verschiedene Anzahl von Leuten und verschiedener Inhalt. Also das klassische Gänsebraten mit Rotkraut und Klöße. Und dann gab es noch irgendwas. Hühnerbrust, irgendwas auch mit Klöße. Ich weiß, es gab so 3-4 verschiedene Sachen und dann eben verschiedene Größen. Und dann gab es noch wahlweise mit Vorspeise und mit Nachspeise. Also so ein richtig schönes Weihnachtsmenü. Und ja, und dadurch, dass ich leider, meine Schwiegermama hatte einen kleinen Fahrradunfall und konnte Weihnachten nicht kochen oder hätte schon, aber wir wollten ihr das jetzt nicht antun. Und dann kam die Idee, Mensch, lass uns doch so eine Weihnachtsbox holen. Und dann haben wir so eine Weihnachtsbox geholt, die, by the way, die war so gut. Es war richtig wie selbst gemacht. Wir mussten die nur noch warm machen und nochmal eine halbe Stunde in den Ofen langsam erwärmen. Und das war so perfekt. Und einen Tag später, das war Samstag auf Sonntag, ich glaube, das war der erste Feiertag auf dem zweiten Feiertag, kam die Nachricht, dass das Lokal ausgebrannt ist. Da gab es irgendwo einen kurzen und hier ist es ja üblich in Bayern, dass ja die Wirtschaften alle mit Holz verkleidet sind. Ja, und da hat sich das Feuer wirklich durchgefressen. Da war in der Nacht um 4 war hier 200 Mannschaft da und haben das Feuer gelöscht. Und ich glaube, seit dem 1. November haben die jetzt wieder auf. Und es freut mich sehr. Es ist auch sehr schön geworden wieder. Ein paar Details ein bisschen anders gemacht, viel besser gemacht, finde ich sogar, moderner. Und ja, dann haben wir gesagt, komm, lass uns dort heute hingehen. Auch weil fast die einzigen waren, die montags aufhaben. Ich weiß nicht, warum montags immer Ruhetag ist. Ja, und dann waren wir dort und es war toll. Und haben auch gleich nachgefragt, ob es dieses Jahr eventuell wieder Weihnachtsboxen gibt. Und sie wird es geben und wir freuen uns schon. Wir werden jetzt wieder was ausmachen und uns dann so eine Boxen holen. Ja, das ist schön. Da freue ich mich. Also das Angebot ist toll. Und wir haben jetzt auch erfahren, dass die auch Essen zum Abholen machen, anbieten. Finde ich auch sehr gut. Gerade jetzt mit den steigenden Zahlen, ne, da möchte man ja jetzt auch nicht im Lokal sitzen. Und ja, ne, kann man sich ab und zu mal Essen bestellen und dann abholen. Das ist ja jetzt, ja, Katzensprung mit dem Auto auf jeden Fall.
Ja, und jetzt hier entschuldigt mein sommerliches Outfit, aber der Wein war sehr lecker. Ja, also es hat sich, jeder Punkt hat sich gelohnt. Ich hatte leckeren Fisch, den gibt es ja jetzt nur leider nicht so oft bei uns oder zumindest nichts anderes als Lachs, wenn man allergisch reagiert auf Weißfisch. Und dann nutze ich das manchmal so, wenn wir dann essen gehen, dass ich dann halt Fisch im Restaurant esse. Auch wenn wir ins Steakhaus gehen, esse ich Fisch. So, ja, jetzt sind wir wieder zu Hause und es ist jetzt um 9. Ich werde jetzt auch in mein Bett gehen und hoffe, dass ich heute ein bisschen mehr Schlaf kriege. Ist halt blöd, wenn die da in der Früh um 7 schon mit dem Hämmern da anfangen. Also so laut neben dir ist, aber das habe ich ja schon gesagt. Ja. Genau. Ansonsten ist heute dann ja arbeitstechnisch nicht ganz so viel passiert. Ich habe jetzt ein bisschen Mails gemacht heute früh und jetzt auch nochmal, bevor wir zum Essen sind. Und ja, da muss ich dann morgen ein bisschen ranklotzen. Ich werde vielleicht morgen mal die Buchhaltung ausfallen lassen und auf nächste Woche schieben, weil morgen fängt ja auch unsere Aktion an mit den 10 bis 20%. Wenn der Vlog online gehen, dann ist das schon vorbei. Aber für mich steht das ja jetzt bevor. Das heißt, morgen wird es bestimmt ein bisschen was los sein, wenn da jeder noch ein bisschen sein Papier- und Stempelfarbenvorrat auffüllen möchte. Und dann muss ich noch ein paar To-Dos abarbeiten. Ich wollte noch ein paar Blumensträuße bestellen. Das werde ich morgen machen. Und ja, dass das auf jeden Fall noch erledigt ist. Für ein paar Mädels, die halt diverse Platzierungen erreicht haben. Ja, genau. Da war es das heute schon wieder. Ich wollte mich nur kurz gemeldet haben. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht morgen. Habe gestern noch, weil meine Nachbarin hatte in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt, in unserer Nachbarschaftsgruppe, ob jemand Kartons hätte. Und da ich gerade so viel bekomme, sei es für Verpackungen und für Geschenke und Materialpakete und so weiter. Ich sage, hier, komm rüber, such dir was aus. Und dann war sie da und sagt sie, sie bräuchte noch mehr, weil sie ist gerade am Ausmisten. Ich sage, kein Problem, wenn ich den Müll los habe. Und da habe ich dann gestern alles aus den Kartons rausgeholt. Demzufolge auch gleich mal alles abgezählt, ob die Liefermengen auch stimmen mit meiner Bestellmenge. Und alles wunderbar und ich habe jetzt gleich noch ein bisschen Müll. Bin ich losgeworden. Sehr gut. Ja. Also das hat jetzt auch gepasst. Da ist soweit auch alles da. Ich warte nur noch auf Papiertüten. Und ich muss noch Füllmaterial bestellen. Das habe ich vergessen. Aber ansonsten werde ich dann morgen mal anfangen mit Zuschneiden und Stanzen. Ich freue mich. Ja, aber jetzt gehe ich erstmal ins Bett.
Hallöchen! Wir haben heute Mittwoch und ich bin durch. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist auch schon kurz vor 7. Das heißt, ich werde jetzt auf meine Couch gehen. Ich habe heute gepackt wie Weltmeister da. Das heißt, ich habe jetzt die Papiere zugeschnitten und habe die zusammen mit den Farbkarton eingepackt, eingetütet, damit ich schon mal den Stapel hier habe und nicht hier 5 verschiedene Haufen. Und morgen mache ich dann die Kleinigkeiten, die dann da drin sind, also das Deko-Gedöns. Das sind heute noch Verpackungen gekommen. Und dann sind die Pakete fertig. Dann muss ich die Geschenke einpacken. Dann müsste ich noch die Kartons machen. Ja. Also es ist noch ein bisschen was zu tun, bis Montag dann Jana kommt. Eventuell müsste man Montag noch ein bisschen was fertig machen. Und, aber ich denke, was kriegt man hin? Ich habe jetzt, will jetzt für Ende nächster Woche dann die Abholung machen, veranlassen von der Bosch. Und dann ist es raus. Ist jetzt halt noch ein bisschen so körperliche Arbeit. Und wenn man dann immer so nach vorne gebückt ist, ne, merkt man dann abends im Rücken. Aber ich will ja nicht jammern. Ich habe mir heute auch mal die mit einer Tasse Kaffee mir mal die Kommentare beim letzten Vlog durchgelesen, weil ich hatte ja gefragt, wie ihr Vlogs konsumiert, wenn ihr denn welche guckt oder wenn ihr halt gegebenenfalls nur meinen guckt. Und bin begeistert über das Feedback. Und ist schon komisch, wenn ich dann mit euch zusammen in der Badewanne bin. Oder im Bett. Aber geht mir genauso. Also, da möchte auch keiner wissen, wer mit mir irgendwas teilt. Nee, aber schön. Bin begeistert, dass es euch genauso wurscht ist, wie lang. Im Gegenteil, manchmal sogar besser ist, je länger, umso besser. Weil man ja auch schnell mal anhalten kann und später weiter gucken kann. Das Schöne ist bei den Vlogs, die Sequenzen sind ja nicht abhängig. So wie bei einer Serie, ne? Also wenn man dann den ersten Teil nicht guckt, dann versteht man den zweiten Teil nicht so. Von daher mache ich das schon dann richtig, dann ist das okay. Aber ich lerne halt auch gern dazu und wenn es halt doch der Großteil gesagt hätte, nee, also lieber öfter, aber kurze Sequenzen so und oder keine Ahnung. Also ich bin da ja offen für alles. Also ich lerne ja auch selbst, wenn ich schon so viele Follower habe, lerne ich ja trotzdem gerne dazu, weil es macht ja auch Spaß, an sich zu arbeiten und Fortschritte zu sehen oder Änderungen zu sehen und genau. Ja, das wollte ich noch sagen. Gestern war noch Wiegetag. Ich habe jetzt 500 Gramm zugenommen, was aber glaube ich kein Wunder ist, da wir ja Montag essen waren und es noch lecker Apfelküchle zum Nachtisch gab. War vielleicht ein blöder Tag, aber gut, wenn mein Mann montags Geburtstag hat, was willst du machen? Von daher alles fein, Umfang ist geblieben. Ja, vielleicht geht es dann die Woche wieder abwärts. Mal gucken, wenn ich eh nicht so zum Essen komme. Oder nicht groß zum Nachdenken, zum Naschen komme. Ja, ich hatte hier noch tolle Post gekriegt. Voll schön von der lieben Sandra. Allein schon der Briefumschlag so schön gestaltet mit mit gemalten Smileys und Herzchen und ach, schön. Da war dann noch so ein Brief dabei.
dass er sich freut, dass wir uns halt begegnet sind und ja, und dass sie jetzt, nachdem ihre Tochter jetzt größer ist, sie sich auch wieder dem Hobby widmen kann. Und ja, dann hat sie mir so eine tolle Karte gemacht. Steht auch auf der To-Do, mal die nachzumachen. Die ist ja mit dieser folierten Papier und so bunte Glitzersteine. Und der Clou ist, wenn man unten zieht, klappt dann hier die Karte auf. Cool, ne? Also, das will ich dann auch noch machen. Dann schiebt man die wieder rein. Zack. Zack. Ja. Also danke für die Inspiration, Sandra. Ich weiß gar nicht, ob du meine Videos schaust, weil du geschrieben hattest, dass du in den Social Media nicht so unterwegs bist. Dann weiß ich nicht, heißt das, du bist da nicht registriert, aber konsumierst dann trotzdem YouTube und Instagram. Es sind ja immer zwei Paar Stiefel. Naja, genau. Und schöne Blumen habe ich auch gekriegt. Soll ich mal kurz drüber nehmen? Meine liebe Martha hatte mir Blumen geschickt zu meinem Erfolg mit Stampin' Up. Der ist jetzt auch schon drei Tage alt. Schön mit der Hortensie. Alles in weiß. Ja, und hier ist alles voll mit Sachen, die das Leben schöner machen. Ich packe jetzt meine 7 Sachen, weil ich komme ja eh nicht mehr hin. Weil ich komme jetzt eh nicht mehr an meine Tastatur. Aber das macht nichts. Feierabend ist verdient. Ich mache mir jetzt Skier. Bin jetzt auf Skier umgestiegen. Ist gar nicht so schlecht. Ich hatte es eher quarkiger in Erinnerung. Aber es ist doch nicht so schlecht. Ein bisschen Heidelbeeren rein. Und dann gehe ich hoch zum Rico. Der wird schon oben auf mich warten. Dann sehen wir uns morgen wahrscheinlich. So, bevor ich jetzt gleich in mein Bett steige, warum macht ihr das jetzt so dunkel? Moment, so. So ist besser. Wollte ich mich noch verabschieden. Wir haben jetzt 9:30 und ich war jetzt am Abend noch mit meinem Mann beim Impfen. Er hat jetzt auch seine Booster-Impfung gekriegt. Gott sei Dank ist das Ohr abgehakt. Ja. Und wie ihr gesehen habt, ganz nachfleißig am Stanzen. Gestern am Packen. Morgen geht es dann weiter mit dem Stanzen. Ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe mit dem Vlog schneiden, weil ich muss morgen Vormittag zum Termin danach einkaufen. Muss ich schauen. Aber ja, wird natürlich wieder Wochenende Arbeit. Aber ist egal. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich eigentlich ganz gern alleine arbeite, weil ich dann einfach mein Tempo habe. Ich muss niemanden Anweisungen geben und ja, kann zwischendurch auch mal hinlegen und kann kurz mal Kaffee trinken oder so. Das ist schon sehr angenehm.
Nicht, dass ich jetzt keine Hilfe bräuchte oder will oder so, aber ich weiß nicht. Manchmal ist es schön, einfach so stupide Arbeiten zu machen. Das finde ich ein bisschen ein Nachteil beim Selbstständigsein, dass man ständig Entscheidungen treffen muss. Ich habe das eigentlich immer gemocht, wenn mir früh der Schichtleiter gesagt hat, jetzt das ist heute zu machen, oder in der Nacht musste ich dann Warnschau machen. Also ob Fehler in der Ware drin sind und so. Und dann habe ich dann einfach abgearbeitet, ne, meine 8 Stunden. Und jetzt ist so, also ich will nicht meckern, um Gottes Willen. Also ich würde es nicht mehr anders haben wollen, aber manchmal ist es halt nervig, wenn alles an dir hängt. Du musst entscheiden, du musst delegieren und ja. Aber das ist, wie gesagt, manchmal nervt's, aber trotzdem möchte ich nichts anderes. Also ich liebe meinen Job, ich liebe alle Facetten, ich liebe alles. Also ich liebe auch jetzt diese Vorbereitung, weil ich weiß, wenn die Mädels das auspacken und Jungs, wohlgemerkt, wenn die das auspacken, dann haben sie zumindest eine kleine Freude, auch wenn wir jetzt uns eben zur Weihnachtsfeier nicht in echt sehen können. Aber ich weiß, wenn ich Päckchen auspacke, finde ich es auch immer schön. Und deswegen macht mir das jetzt schon auch Spaß, auch wenn es natürlich viel ist. Und ja, genau. Aber ich denke, bin ganz gut im Rennen. Ich muss jetzt noch 2, 3 Stanzformen noch machen. Und ja, dann eigentlich, ich schätze mal, das Kurbeln wird halt noch eine Weile dauern. Dann könnte ich vielleicht am Sonntag schon anfangen mit Geschenke einpacken. Und ja, das wenn, muss ich mit Jana ja noch ausmachen. Dass wenn Jana am Montag oder Dienstag kommt, dass wir dann eben die Kartons machen können. Ja, werden wir sehen. Also ich bin ja eh gut in der Zeit, also wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes kommen sollte, ich bin da recht entspannt. Ja, genau. Jetzt hoffe ich mal, dass mein Mann gut durchkommt, obwohl der ja bei den letzten Impfungen jetzt auch nichts hatte. Deswegen denke ich mal, gehe ich mal davon aus, dass alles gut ist. Ja, ich gehe mal davon aus, dass mir bis Sonntag Vormittag wahrscheinlich jetzt kein geiles Projekt einfallen wird für ein Sonntagsvideo. Also bis die Woche müsst ihr es mir echt nachsehen. Aber meine Prioritäten sind eben gerade woanders. Und ja, kriegt er dann dafür nächsten Freitag wieder ein bisschen Video. Wird ja jetzt noch einiges passieren, bis das alles verpackt und verschickt ist. Wird dann noch ein bisschen Einblick kriegen. So zu viel kann ich natürlich nicht zeigen, klar, wisst ihr. Aber ja, so ein paar Schritte. Genau. Ja, dann hoffe ich, ich habe jetzt nichts vergessen. Ja. Jetzt gleich ins Bett, Mama Einkaufsliste fertig. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Klaus und ich sagen jetzt Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.